Abend am See. Wir haben gerade die Ruten rausgebracht, gefüttert, zwei Marker gesetzt. Icke und Uwe, die sind ja schon seit gestern hier am See. Wir sind ja zu viert. Es sind 9 Ruten am Start in 2 Gewässern. Dieses Gewässer hier, das befische ich mit meinem Sohn Shane gemeinsam alleine. Und wir werden mal sehen, was kommt. Ich glaube, das sind jetzt, Icke hat drüben und Uwe, die haben jetzt 8 oder 10 Fische in knapp 24 Stunden bis 16,6 Kilo. Ich glaube, 2 Schuppis, 2 so halbstarke 5 Kilo Dinger sind dabei. Wir halten euch auf dem Laufenden über die Tage. Ne? Heute Abend weiß ich nicht, ob ich nachher nochmal was filme oder was mache. Mal gucken. Wie gesagt, wir sind am Start. Neues Video. Shane, Uwe, Icke und ich. Wir werden sehen, was kommt. Bis dann. Ein Fisch hängt im Kraut, Icke hat den anderen. Den sammeln wir jetzt mal schnell ein. Das ist der erste Fisch heute, der tagsüber beißt, oder? Ne, wir hatten auch. Wir werden einen um 12. Das ist jetzt der für der auf 2 Sinker, 2 24er und 20er Bobby. Und? Moin, die erste Nacht ist rum, wir hatten 4 Fische, alle Spiegelkarpfen, alle so 11, 12 Kilo, ich hatte 2, Shane hatte 2, jetzt ist Mittagszeit, Sonntag, ein 30er Sinker und 20er Poppy auf dem Multirig, ich habe das jetzt nicht abgelegt, ich habe auf unseren Futterteppich, da haben wir ja gestern schon ordentlich Mais und so reingefeuert, da habe ich jetzt die Rute raufgelegt. So, da ist er. Hast du ihn da, Schatzi? Okay. Das ist er. 14 Kilo. Und da wir ja in Nordkorea sind, hauen wir den jetzt, da machen wir schön Schwabschischi draus, ne? Super. Das Wasser ist sehr warm. Also das Wasser hat, ich habe keine Ahnung, 24 Grad. Also das Wasser ist wirklich warm. Und Die Fische, die sitzen im Kraut und ich habe mich ja eben ich habe mich ja gar nicht rangepumpt, ich bin ja ganz locker rangefahren. Also kaum Druck auf der Schnur, weil der Kahn, der läuft wirklich sehr easy. Das lässt sich auch ganz gut steuern und der Fisch ist dann quasi noch einmal explodiert und dann hatten wir ihn. Schön. Ja, das ist jetzt Fisch Nummer 5. Weiter geht's. Wir füttern jetzt hier unseren ersten Platz. Da haben wir jetzt gestern schon ordentlich Mais reingefeuert. Zwischen der Boje, zwischen der Haarboje und dem Schilf, also 1,10 Meter tief. Schilf, da gehen die Karpfen auch manchmal rein, aber da haben wir kein Problem mit der Schlachtschnur, das passt schon alles.
Aber wichtig ist für uns, dass wir den Platz krautfrei machen. So, dann kannst du mal von der Boje zum Schilf. So einfach nur so ein paar kleine. Nicht so eine große Handvoll, sondern immer so, nur so ein paar Snacks. Genau. Den Rest machst du nachher ja, du wolltest ja mit dem Wurfrohr nachher machen, ne? Die wolltest du ja sticken. Einfach nur so ein bisschen was hinschnappeln. So. Hier vorne auch was hin, direkt hier vorne. Weil hier angeln wir eigentlich. Richtung Marker angeln wir nicht zu dicht dran, weil sonst schwimmt der Fisch nachher mit dem Marker los. Das wollen wir ja nicht. Das ist ja nur eine grobe Richtung fürs Dunkel. Weil den Marker, den leuchten wir heute Nacht ja mal mit der Taschenlampe an. Einer leuchtet, der andere wirft dann, haben wir eine schöne Markierung, alles gut, eine leistungsstarke Lampe und dann ist das alles schick. Ich brauche kein Futterboot, keine komischen Raps, Stickdinger da, Taschenlampe, Marker, fertig. Es geht auch, weil der See ist ja nicht mit Rindenmulch abgestreut, parkähnlich, sondern das ist einfach wild. Sauber. Hartmais, Grundfuttermix, GLM von Nature, Nutty Crunch von Vital Baits. Für jeden was dabei, Kohlenhydrate und Fisch. Frisch angesetzter Hartmais. Kriegt er noch mal schön Fischsoße dazu. Die andere halbe Flasche ist in dem anderen Eimer. Der ist von vorgestern. Stinkt. Es stinkt. Das kann sich der Mais damit vollziehen. Und kostet nichts. Könnte man jetzt auch einen Aufkleber von der Firma drauf machen und das für 15 Euro verkaufen. Ich glaube, die Buddel kostet 1,50 oder so, ein Chinamann. Geht auch. Ach, das Ding blinkt schon wieder. Wir gehen da mal hinten vor. Die sind schon wieder am Drillen. Auf geht's. Ja. Zwei 24er und ein 20er Popper. Hauen die sich weg. Was hast du eben? Was war das? Ein 5 Kilo Schuppi eben, ne? Jo. Ein 5 Kilo Schuppi haut sich die Dinger weg. Keine Angst vor großen Ködern, ne Uwe? Nee. Ja, das ist Wahnsinn. Hier, komm, nimm mal. Ich kann nicht. Herrlich. Schöner Abend. Aber Kescher in Ruhe. Ja, mein Rücken tut mir so weh. Ja, ja, voll auf der Fresse gepackt. Uwe hat sich abgelegt? Ja, hier unten noch weggerutscht. Ich glaube, der Rücken hält auf. Ehrlich? Ja. Uwe, du bist doch so dünn, ey. So viel Rücken hast du doch gar nicht. Das ist ein Problem. Weil er keinen Rücken hat. Ja. Ach, wenn man keinen Rücken hat, tut es noch mehr weh. Sag mal, warum rutschen deine Bleie immer so? Ach, die bleiben im Kraut hängen und dann rutscht das. Ja, deswegen, klar. Also, das ist ja kaputte Uwe. Oder? Also, wenn wir hier mit der Seitenbleimontage angeln würden, Freunde, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich schon 5 Kilo Bleie sinnlos versenkt. Aber das ist ja so englisch. Die Bleie immer ins Wasser zu schmeißen. Oder Steine. Ja, wenn man schnell genug an den Ruten ist, dann sind sie nicht im Kraut. Aber wenn du es nicht gleich mitkriegst, dann rammeln die sich fest, dann müssen wir mit dem Boot hinterher. Ich gehe es jetzt heute einmal komplett hier über den See rübergegangen. Der war bis zu den Schultern weg. Also du kannst wirklich durch den See, auf diesen Seeteil einmal durchlaufen. Na, ist das ein Spritzer oder ist das ein Trainer? Ist ein Halbstark. Aber er macht Banane. Der rutscht nach, Uwe. Altjuden. Jut, jut. Oh, was für ein schöner Abend. Alles, ja. Was ist denn schön?
Du meinst unseren guten alten Sonnenuntergang? Ja, herrlich. Ja, der Funkbissanzeiger muss ganz schön arbeiten. 30 Meter sind das bestimmt bis da hinten hin. Ja, zurück. Ach, guck, da ist er. Gummern, halbstarke Sprotten. Und weg. Und weg. Longline Release. Oh, und ich wollte so schön Schwabschischi machen. Jetzt habe ich ja fast noch die Eier abgeschossen. Ey, dann bist du nicht noch auf die Fresse geflogen, hast Rücken, dann hättest du noch einen Blei im Kopf gehabt. Okay. Danke. Es gibt keinen Fisch, wir machen aus. Entweder melden wir uns heute Nacht oder morgen früh. Ja. Lustig, lustig. Ach, du zuppelst Köderfische. Ja. Hab nur keine Ahnung, wie sie das macht. Rotfeder. Schön. Da kommt Uwe schon. Uwe macht das. Das Leben ist die Hölle, Männer. Das Leben ist die Hölle. So, noch einmal drehen. Warte. Oh. Schön. Lecker Sandwich. 0815, aber lecker. Absolut lecker. Datensicherung. Datensicherung gehört auch dazu. Ja, hier ist unser Steg. Da ist der Einbaum. Das Ding lässt sich eigentlich mit einem Paddel ganz gut fahren. Rodpot ist hier nicht, das wird nichts, also mit Kabelbinder festgemacht. Ist vielleicht nicht so ästhetisch, aber es ist sehr, sehr zweckmäßig. Ja. Hier das gleiche, ja, damit sich das Ganze nicht verwindet, weil es nur in der Mitte fest ist, habe ich hier nochmal den noch eingefasst. Da rührt sich nichts, das ist super fest mit Kabelbinder, sehr, sehr zweckmäßig. Vernünftig drillen, man nimmt die Rute. Dann schwenke ich mit der Rute unten durch oder oben drüber. Ich kann drillen, der Kescher baumelt da, der andere, der runde, der liegt im Boot. Ein runder Bügelkescher ist wirklich super, wenn man, gerade wenn man die Dinger aus dem Kraut rauspickt oder im Schilf. Mit dem Alubügel kriegst du jeden Fisch da rausgepult. Das passt schon. Ja, Fische zeigen sich, wenn überhaupt, nur durch Buckeln. Springen ist hier eigentlich in dem linken See. Sind ja zwei nebeneinander,
gar nichts. Bei Icke ist überhaupt kein Kraut. Da springen und klatschen die Fische hier nicht. Die zeigen sich hier eigentlich gar nicht. Ja, der Dicke hier, der ging auf die Fiederroute. Da war ein Pop-Up drauf, ein 15er oder war so ein Kleen? Ja. Ja. Auf dem Ronny-Rig mit einem 15er Poppy. Ja, so ein 10 Kilo Schweinchen. Wahnsinn. Hat gut Spaß gehabt. Ja, da hat er 10,5 Kilo. Ja, wunderschönen guten Morgen. Es ist 8 Uhr. Ja. Kleine Blässhühner. Oh, die sind aber spät dieses Jahr. Wir haben jetzt August. Und die haben jetzt erst Junge. Also unsere zu Hause, die haben schon das Erwachsenengefieder. Also die sind schon groß. Die sind wohl spät dran gewesen. Ja. Wir hatten heute Nacht tatsächlich einen Fisch. Den hatten wir hier am Schilf. Das ist die Stelle, wo sehr, sehr viel Kraut ist. Da habe ich letztes Jahr gar nichts gefangen. Nichts. Und die Taktik mit dem großflächig mit dem Mais füttern hat dafür gesorgt, dass das gesamte Kraut weg ist. Also der Bereich, wo die Köder liegen, wo der Köderbereich ist, ist der Boden einfach nur schwarzer Schlamm. Das Kraut ist weg. Und prompt ist da heute Nacht der erste Fisch gegangen. Also ich habe die Stelle, wir haben die Stelle jetzt sauber gefüttert. Dann werden da auf der Stelle auch noch welche kommen. Also wir haben jetzt, ups, was ist hier los? Wieso? Das Chottrick hat gerade gepiept. Das ist das Chotti. Ja. Chottrick, die Schnur ist schlaff, damit das Chottrick, das Lädkorb, sich schön auf den Boden legt und nicht spannen wie eine Klavierseite. Dann bringt das Chottrick nichts, Leute. Ja. Also das Ding muss schlaff hängen. Und warum habe ich hier keine Bobbins oder diese Hänger dran? Ich hab die noch nie gehabt. Ich mag die nicht. Ich finde die hässlich. Die sehen aus wie diese von der Toilettenspülung, diese Abziehdinger. Ich werde jetzt mal die Chottrick-Route kontrollieren. Vielleicht hängt da ja was dran. Da gehe ich doch mal bei. Aber sie hängt durch. Mal gucken, wenn da was dran ist, dann sehen wir uns gleich nochmal an der Matte. Mal gucken. Wie gesagt, wir haben jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben jetzt 6 Spiegelkarpfen hier bei uns in diesem 5 Hektar See. Und drüben der andere von Icke und Uwe, die sind ja nur durch einen Damm getrennt. Der hat auch 5 Hektar. Ich glaube, die haben jetzt 25 Spiegelkarpfen, 5 Schuppis, Hecht, 2 Hechte und eine Schleie. Und das im August bei 24 Grad Wassertemperatur. Leute, das funktioniert. Achso, und das Ding ist ja auch nur 1,80 Meter höchstens tief. Im Durchschnitt eher 1 Meter. Also bewegt euch raus. Da geht was. Ja, voll im Stress, wa? Die hast doch gerade reingeworfen wieder. Mhm. Ja. Da habe ich jetzt vor 5 Minuten gerade gefilmt, wo wir den kleinen Spritzer hatten. Dann war Uwe hinten bei Icke. Nee, du musst unter durch. Die andere Route einmal, die rechte einmal hochnehmen. Genau, unter durch. Und fertig ist die Laube. So war das morgen. Die Route soll die Arbeit machen, nicht du. Aber das ist auch wieder so eine kleine. Ja, das merkst du schon, der macht mit dem Korb hin und her. Das ist wieder so ein. Ja, das ist halt eben frohlich, ne?
Da kriegst du die. Ja. Ach du meine Güte. 2 Kilo. Ja, also die wollen wir nicht haben, Leute. Ne? Aber Uwe ist halt mit Frohlich, das ist halt sein Ding. Da hat er halt auch ordentlich was zu tun. Da hat er Bock drauf. Wir haben hier die 30er Kanonenkugeln, 2 30er und noch ein 24er hinten dran. Also schon Maulspitz, 2er Haken, langes Haar. Oh, ein Schuppi. Langes Haar. Da ist natürlich weniger los. Die ersparen wir uns hier. Aber hübsch ist er. Petri. Aua. Schuppi. Ob wir da sehen. Und schön. Erster Schuppi. Hier. So, das ist ein kleiner Schuppi. Schuppi.